Und damit willkommen zurück zu Halo Wars 2. Wir fahren mit der Mission fort. Professor, wie läuft's im Kontrollraum? Bin drin. Ich habe die Waffensysteme des Halos gefunden. Ich deaktiviere sie und bringe den Sender an. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Jerome, Atriox wird alles auffahren, was er hat. Sie müssen die Stellung halten und die Professorin im Kontrollraum beschützen, bis sie alles erledigt hat. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Die Uhr tickt und wir haben keine Zeit, um eine Basis abzusetzen. Sie müssen sich mit Geschützen verteidigen. Bringen Sie sie schnell in Stellung. Neue Truppen werden direkt von der Spirit of Fire geschickt, sobald sie einsatzbereit sind. Und ich habe sämtliche Waffensysteme scharf gemacht, um ihnen so weit wie möglich helfen zu können. Okay, Leute, an die Arbeit. Viel Glück. Ich darf jetzt was sagen, okay. Wieder ein Tower Defense, wie das die andere Mission. Hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Das wurde ich gerade immer. Jedes Mal wurde ich das sagen. Und jedes Mal haben die wieder angefangen zu reden. Jedes Mal wurde ich praktisch also unterbrochen bei meinen Ansätzen vom Reden. Das kenne ich von so vielen Sachen. Team Rot, Sie müssen die Verbannten aufhalten, bis die Professorin ihre Arbeit erledigt hat. Keine Sorge, Sir. Wir geben ihr Deckung. Und wir scheinen jetzt schon Gesellschaft zu haben. Dieser Kontrollraum hat ein Schild, aber der wird nicht lange halten. Halten Sie sie im Zaum. Hier ist ja alles verteilt. Kann da also die doch Türme machen. Die Waffen der Spirit of Fire stehen zu Ihrer Verfügung, Spartan. Lassen Sie uns mitmischen. Geschütze und Reparaturdrohnen einsatzbereit. Fordern Sie sie an, wenn nötig. Wenn nötig. Die Spirit of Fire wartet auf Ihren Befehl, Jerome. Setzen Sie alles ein, um die Professorin zu beschützen. Wo brauchen Sie uns? Von unten kommen sie anscheinend nicht. Gut. Die Tanks sind voll, kann losgehen. Nicht zu hängen lassen, Marines. Hier rein, da rein. Nicht zu hängen lassen, Marines. Bereit, alles abzufackeln. Ja, ist ja Marines gut. Marines melden sich zum Dienst. Marines! Jede Menge Verbannte im Anmarsch auf ihre Position, Team. Alles kostenlos. Keiner übertritt diese Linie. Alle kostenlos. Die hättest du vorher schon mal gebaut. Zu spät. Toll. Bodentruppen beschießen mich. Das hat sicher weh getan. Und ich hab... Reparaturdrohnen mit Fahrzeugen an! Nice. Ist ja wirklich von allem. So und alle Einheiten. Alle Einheiten mal bitte da ankommen. Spartan auf dem Weg. Geschütz errichtet. Ich kann die Fähigkeit hier einsetzen. Zack. Und hab davon allem nochmal einen Klon. Geschütz errichtet. Natürlich nur zur Ablenkung. Geschütz errichtet. Macht keinen Schaden oder so. Geschütz errichtet. Fahrzeug Geschütz errichtet. Und Infanterie. Immer abwechselnd. Da wo es geht. Ansonsten Infanterie. Okay, ging nur an zwei Stunden. Zerstören den Schild. Tot kann ich das Ding nicht deaktivieren. Sehr gut. Geschütz aufgerüstet. Ja, bitteschön. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Okay, wer jetzt mehr, das ist. Geschütz aufgerüstet. Die können sehr reinhauen. Die Truppen der Verbannten werden von Warlords angeführt. Wenn wir die ausschalten, können wir ihre Befehlskette unterbrechen. Verstanden. Geht doch nichts über ein wenig Chaos. Ups. Sorry, ich wollte nicht ans Mikrofon kommen. Ich setze mich ganz schnell durch die Wir schicken ihnen Verstärkung direkt vom Schiff. Sobald sie einsatzbereit ist. Ja, macht ruhig. Hoch? Oder auch nicht? Team Rot, Verstärkung für Sie steht bei der LZ bereit. Okay. Bin unterwegs. Rücke aus. So, wir wollen den ersten töten. Und dafür nutzen wir dann doch gleich ein paar Fähigkeiten. Was ist jetzt schon wieder? Weiß ich nicht, was ist denn jetzt schon wieder? Aufgepasst. Feinde gesichtet. Wo? Da unten. Bin unterwegs. Feinde greifen an!
Gegner erledigt. Okay, man hat absolut nichts gesehen, weil alles verdunkelt ist. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Hallo? Wieso kommt da nichts durch? Alle Einheiten. Rang 1. Kann ich das bitte jetzt mal einsetzen? Anführerfähigkeit bereit. Wo wird es denn nicht eingesetzt? Oh, das wird außerhalb nicht ein... Oh, das... Würde Sinn ergeben. Dass ich das außerhalb nicht einsetzen kann. Dass ich das nur mit Einheiten machen kann. Ja, nicht so weit rein. So, rein hier. Zerstören. Das macht mal. Ich schaff das schon. Ich habe feindliche Fahrzeuge an mir. Vorlaut erledigt. Was für ein Kästchen. Meine Einheiten sind bereit zum Loslegen. So, und jetzt allesamt dahin. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen. Kommen! Rück aus. Bin unterwegs. Ich werde angegriffen. Brauche Hilfe. Sehr gut. Da, bitteschön. Anführerfähigkeit bereit. Normalerweise sollte das immer passieren, aber es ist vorhin einfach nicht passiert. Es wollte einfach nicht. Wahrscheinlich wird das denn hier auch nicht funktionieren. Oh. Was sehr schade sein wird. Feinde gesichtet. Nicht so hängen lassen, Marines. Oder muss das nicht passieren? Kümmern wir uns darum, Marines. Da oben muss ich auch mal verstärken. Bodentruppen beschießen mich. Dort kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln. Gegner erledigt. Kannst gerne Blechdosen verprügeln, wenn du willst. Temperaturdrohnen unterwegs. Fahren das ist jetzt schon wieder. Rück aus. Gerne mal dahin. Wir haben jetzt Verstärkung für Sie, Team Rot. Nice. Skorpione. Bereit, den Feind zu vernichten. Mit... irgendeiner Fähigkeit. Anführerfähigkeit bereit. So, funktioniert das jetzt? Hier funktioniert's. Jetzt könnt ihr sehen, wie das reinhaut. Oh ja. Die haben ihren Spaß. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Steuerung 1. Der da muss weg. Der da ist weg. So, komm zurück. Alle Einheiten. Anführerfähigkeit bereit. Weg mit denen hier. Ah, ich gebe jetzt wieder da reinhauen. Lotusminen, ja, von mir aus. Jetzt hin. Extra Geschütz. Nach hin. Viel Spaß. Viel Spaß, Ares im Lurk. Ares, viel Spaß im Lurk. So rum wollte ich sagen. Kompliziert. So viele Protokolle. Ich habe ungefähr die Hälfte geschafft. Brauche aber mehr Zeit. Beeilen Sie sich, Professor. Wir verschaffen jetzt Zeit, Sir. Ja, okay. Und wie? Nein? Wurde nicht gesagt? Okay, ist in Ordnung. Feinde gesichtet. Anführerfähigkeit bereit. Verstärkung steht für Sie bereit, Team Rot. Ach, nochmal Verstärkung. Mit... Grizzlies? Ach du... Rücke aus. In Bewegung. Wird erledigt. Die richtig krassen Varianten. Wurde neutralisiert. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig.
Na komm, hier. Na, geht da nicht hoch? Nee, kein Bock. Anführerfähigkeit bereit. Ihr habt so eine scheiß Reichweite, das ist so nervig. Ah, die oberste Fähigkeit ist, gibt's anscheinend nicht, okay. Ich frage, was gibt's denn noch an Einheiten, die dann später kommen? Bereit. Anführerfähigkeit bereit. Schon wieder. Oh, ja, einfach rein platzieren. Keine Routinearbeit. Bodentruppen hängen an. Nee, das definitiv setze ich nur ein, wenn es wirklich. Ne? Oh lol. Kommt die denn her? Hören Sie laut und deutlich. Oh, passend. Ach, die haben ein Schild. Sehe ich jetzt erst. Auf geht's. Mach sie alle. Verstärkung erwartet ihren Befehl, Team Rot. Ja, die da. Wenn du schwimmst, dann bist du noch am Leben. Begebe mich zu den Koordinaten. Das ist hoffentlich mehr als nur. Der da. Muss weg. Die da. Die Nerven. Dezent. Aufwachen, Leute. Der Feind. Anführerfähigkeit bereit. Stimmt, das OST ist nicht. Doch, das OST ist da. Habe ich nicht gesagt. Was ist jetzt schon wieder? Das kommt nicht mehr als nur ein Kreis. So, hier kommt mal hier hin. Anführerfähigkeit bereit. Das ist ein harter Brocken, Hellenspringer. Du musst weg. Anführerfähigkeit bereit. Diese Penner haben mir Fahrzeuge auf den Hals gehackt. Was haben Sie heute für mich? Verstanden, Zentrale. Wenn es schmerzt, dann bist du noch am Leben. So, ihr seid Strong 2. Hier kommt mal hier nach oben. In Bewegung. Und hier, ich habe keine Ahnung. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ja. Das ist hoffentlich mehr als nur ein Kratzer. Sparken auf dem Weg. Werden von feindlichen Fahrzeugen. Wir sind Sturm 3. Anführerfähigkeit bereit. Oh, nice. Und tschüss. Ein Teil zumindest. Nicht alle, aber ne, einige. Überraschung. Bin unterwegs. So, kommt mal zurück. Ich zeige denen, was ihr da alle. Team Rot, Verstärkung für Sie steht bei der LZ bereit. Das ist nice. In Bewegung. Trianguliere Ziele. Achso, ihr seid da drin. Zeigen Sie mir ein Ziel und ich lasse es verschwinden. Das und da hoch. Garrett im Anflug! Anflug? Bleiben Sie dran, Professor. Dafür sind wir hier. Isabel, wie steht es um das neue Kanonenboot? Wir brauchen es jetzt. Neue? Condor ist unterwegs. Geht doch nichts darüber, neue Ausrüstung im Gefecht zu erproben. Meine Crew ist einsatzbereit, Sir. What? Wo brauchen Sie uns, Sir? Nehmt den Scarab aufs Korn. Er darf den Kontrollraum nicht erreichen. Drache ist süß. Knallt ihn ab, Leute. Okay. Holy shit. Aber ich habe auch das Ding hier. Zusätzlich noch. Der Himmel gehört uns. Ah, zu früh eingesetzt. Das Ding hat ein Schild. Okay. Verstanden. In Ordnung. Anführerfähigkeit bereit. Das ist die R. Okay. Alter, was ist das für ein Panzer? Und warum kann das Ding in die Luft schießen?
Ach du Scheiße. Wir haben Scarab erledigt. Professor, wie sieht's aus? Bin fast fertig. Moment. Okay, geschafft. Der Ring ist deaktiviert und das Kommunikationsrelais angebracht. Das ist leider etwas komplizierter. Ich muss runter in den Ring und ihn dort anbringen. Ich brauche mehr Zeit. Wir verlassen uns auf Sie, Professor. Jerome, halten Sie den Kontrollraum um jeden Preis, damit die Professorin einen Rückweg hat. Ich lasse niemanden zurück. Verstanden, Sir. Wachsam bleiben, Team. Kein Thema. Ausrücken. Schießt ihr mal? Bin ich? Auf geht's, Höllenspringer. Ferdinand war manieren beizubringen. Kann losgehen. Ah, stell ich mir. Ja. Bisschen besser hinstellen, aber gar nicht so leicht. Fahre los. Anführerfähigkeit bereit. Wer da aus der Luft wegkommt. Jetzt kommen Banshees. Von überall. Bestätigt. Mensch, dieses super, Alter. Kanonenbeacht. Feindliche Lufteinheiten nehme ich aufs Korn. Kommen! Holy shit, das Ding ist geil. Stimmt. Anführerfähigkeit bereit. Ich habe auf der Seite nichts. Nimm mal eine Flugabwehr dahin. Ich glaube, es ist effektiver als irgendwas anderes. Steck mal da ein. Vielleicht besser. Geschütz aufgerüstet. Hier wird immer geheilt. Reparaturdrohnen unterwegs. Dieses Ding ist einfach nur. Anführerfähigkeit bereit. Oh, OST ist bereit, sehr schön. Wir haben ein Gebäude verloren. Geht echt schnell bereit immer. Wo? OST bereit zum Einsatz. Klingt, als würden die Verwandten versuchen, den Schild zu durchbrechen. Ich brauche Hilfe. Hä? Mach doch keiner was. An uns dran. Komm. Wir haben Feinde gesichtet. Übertrage die Koordinaten. Ah, die stimmt direkt. Ah, die Lufteinheiten die ganze Zeit, die durchkommen. Ah. Oh, guck, oh, Vultures. Wir haben jetzt Verstärkung für Sie, Team Rot. Geil. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Ah, zusätzlich. Verfolger sind an uns dran. Komm, wenn es schmerzt. Guck mal, zusätzlich über Verteidigung. Das ist hoffentlich mehr als nur ein Cut. Was macht hier? Rauchwolke? Achtung, Team. Die Verbanden haben Artillerie aufgefahren. Wo? Hallo? Wo? Nirgendwo bisher, okay. Ah. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen, kommen! Da. Na, wo wird sich hinsetzen? Da setze ich hier ein paar Minen unten drunter. Oder doch nicht. Anführerfähigkeit bereit. Ich glaube, die kommen dagegen gut an. Bin mir allerdings nicht sicher. Anführerfähigkeit bereit. Definitiv. Was ist das hier eigentlich? Oh. Was ist das? Ein Scarab mit Arch-Arkarakin abschalten. Ach, die. Oh. Gut zu wissen. Ihr schafft das schon. Ich meine, das ist zusätzlich nochmal ganz halt, ne? An Verteidigung. Einheiten. Sir, können Sie nicht ewig aufhalten. Professor, doch. Die Zeit läuft ab. Die Kommunikationsmatrix ist fertig, aber wie Sie selbst sagten, wir können erst los, wenn alle Verbanden weg sind. Ich habe hier was, was uns dabei helfen könnte. Egal was es ist, es muss funktionieren. Bin gespannt. Und was wird es sein? Raten Sie jetzt. Ob Sie richtig liegen, das sehen Sie am Ende der Folge.
Wann auch immer das sein mag. Anführerfähigkeit bereit. Ausrücken. Und du triffst. Bitte schön. Was denn? Anführerfähigkeit bereit. Ah, das stimmt. Geschütz aufgerüstet. Der stimmt nicht. Niemals. Anführerfähigkeit bereit. Komm mal her. Macht mal euren Spaß. Ihr habt Spaß, ihr habt Spaß. Ihr knallt alles ab, knallt alles ab. Hoffentlich. Sollten sie eigentlich schaffen. Wenn nicht, wäre es sehr peinlich. Oh, wollte schon sagen. Anführerfähigkeit. Captain, er ist zurück. Wer? Stellen Sie durch. Glaubt ihr, ihr könnt gegen mich bestehen? Ja. Gegen mich, der der Allianz selbst getrotzt hat? Zugehört, Atriox. Die Arche ist jetzt unsere Heimat und sie steht unter unserem Schutz. Das reicht, Isabel. Ich habe genug gehört. Captain, ich dachte, noch wütender könnte er nicht werden. Na, noch ein Scarab? Oder kommt er jetzt persönlich? Okay. Das kommt sie alles jetzt an. Seilen, Captain, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mehr schicken. Professor, wie lautet der Plan? Ich kontrolliere die Schwerkraftanker des Halos, Captain. Die Truppen sollen sich bereit machen. Das heißt? Ah, da ist das Gelbe. Luftwaffe bereit. Anvisieren. Anführerfähigkeit feuern. Bereit. Anführerfähigkeit so, Schild. Bereit. 2 Minuten durchhalten, ist in Ordnung. Das wird schon schief gehen. Ich schicke dir einfach alles, was ich habe. Und Samteilung. Alle auf der Feststation. Oh, 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 oh. Besatzung auf der Feststation. Der Scarab hat uns festgenagelt. Ah, der muss noch ein bisschen weiter runter. Alle auf der Feststation. Bitte mit den Archer-Raketen wieder reißen. So ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Wir haben einen Feind sehr schön. Scarab zerstört. Auf ihre Posten. Sofort. Der Kontrollraum wird angegriffen. So kann ich mich nicht konzentrieren. Mimimi nicht für die 5 Sekunden. Ich glaube, der macht. Der gerade einfach nur. Ich glaube, der kann gerade nichts machen links da. Also der mittlere da, ne? Ah, doch, jetzt kann er was machen. Besatzung auf ihre Posten, sofort! Anführerfähigkeit bereit. Wir haben einen feindlichen Scarab zerstört. Na dann. War schön, dich gekannt zu haben. Sie sind aus der Bahn, Professor. Was immer Sie vorhaben, tun Sie es jetzt. Schafft ihr das, ihr vier? Solltet ihr. Anführerfähigkeit bereit. Ah, cool.
Hoffentlich klappt das. Okay. Captain, das war's. Professor Anders, wir sind auf dem Weg. Gehen Sie zum Treffpunkt. Mit Verlaub, Spartan. Ich glaube, das ist keine Option mehr. Professor Anders, es muss einen Weg geben. Keine Sorge, Captain. Sobald ich im Soul System bin, setze ich die Funkbarke frei. In ein paar Wochen sollte ich Professor. Einen Weg zurück zu ihm gefunden haben. Captain? Sind die anderen in Sicherheit? Ja, Sir. Ankunft auf der Spirit of Fire in 5 Minuten. Zeig mir die Karte. Wir haben viel zu tun, bis sie zurück ist. Aye, Captain. Ihr habt mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Puh, erstmal drauf klarkommen. Gut. Letztes Gefecht. Nee, kann jetzt nicht vorbei sein. Ich glaube, es kommt noch eine Mission mit gegen Aatrox und dann war's das. Also zumindest meine Vermutung. Okay, ich werde es hinten ranschneiden. Kacke. Was ist das für ein Cliffhanger? Hä? Jetzt bräuchten... Gibt es ein DLC, was die Geschichte jetzt fortsetzt? Ich bin verwirrt. Also ne... Ich verstehe... Ich würde den Vollpreis verstehen. Okay, ne, allgemein den Vollpreis würde ich verstehen. Komplett, ne? Die 60 Euro, ja. Cutscene, richtig geil. Das Universum. Und es hätte eine abgeschlossene Geschichte. Die Kampagne wäre ein bisschen länger. Aber für jetzt circa 6 Stunden, bzw. 7 Stunden, insgesamt unter 7 Stunden, 60 Euro mit so einem scheiß Cliffhanger. Sag mal, tickt's noch? Ich bin froh, ich hab mir den Game Pass geholt. 3 Monate für 1 Euro. Dieses Spiel ist keine 60 Euro wert. Ich hab das jetzt für 1 Euro. 20 Euro. Würde ich komplett verstehen. 30 Euro. Ja, Grenze. Maximal 30 Euro. Aber keine 60 für 7 Stunden. Niemals. Gibt's da nur den Story-Modus und sonst nichts? Oder hat es noch andere Modus? Es hat noch andere Modis, Nekrot. Du kannst auch noch gegen KI spielen, Multiplayer. Das alles hat's ja, ist ja kein Problem. Aber jetzt dafür, ne, für rein für die Kampagne oder so. Und dann gibt's ja noch DLCs und so alles. Boah, nee, das ist keine 60 Euro wert. Es gibt wirklich andere Spiele, die sind günstiger und deren Story ist abgeschlossen. Okay, ich kenne eins, da ist Story nicht abgeschlossen, es hört auf mit einem riesen Cliffhanger. Aber das ist auch scheißegal, das ist trotzdem günstiger. Und ich rede von Grey Goo. Auch die Cutscenes so alles waren ansprechend. Du zahlst jetzt praktisch bei diesem Spiel 30 Euro allein nur für den Namen Halo. Nee.
Schön, Necron, schön. Jetzt schreibt das auch. Du vergisst den Namensaufschlag. Der Halo-Strich kostet nochmal 30 Euro oben drauf. Schon haben wir den Preis von 60 Euro. Ah, schön. Ah, geil. Aber das Spiel, ne, man merkt, es ist ein Konsolenspiel. Aber es ist auch allein für ein Konsolenspiel, du machst einen Tech-Move irgendwo hin. Und die Einheiten stehen irgendwo und machen nichts. Es. Keine Ahnung, was ist bei 343 falsch gelaufen? Die sollten keine RTS machen. Jetzt frage ich mich, hat Halo Wars 1 damals Bungie gemacht oder auch 343 schon? Das ist eine gute Frage, die ich mich jetzt gerade frage. Boah. Also Halo 1, von der Story her und so alles, ne? Richtig geil. Richtig gut gemacht. Die Cutscenes auch richtig gut. Und es war wenigstens relativ abgeschlossen. So, ne? Außer jetzt mit der Fortsetzung jetzt von hier. Aber es war so Anfang und Ende. Und nicht so, hier, Aatrox bleibt noch offen und hier, kauft den DLC, um das Spiel fertig zu spielen. Das ist so typisches EA-Denken, auch wenn EA teilweise bei Spielen hat, nicht so ein Denken hat, aber bei manchen Spielen natürlich auch schon, ne? DLC, Politik und so alles. Boah, nee. Also da kann ich mich nur aufregen. Ich dachte, ja, okay, kommt noch eine Mission, ist in Ordnung, schließt es wenigstens das Spiel, versucht das Spiel irgendwie abzuschließen. Jetzt weiß ich, ne? Ich werde doch die Cutscene abbrechen, ne? Hier, das. Ah, guck mal, es kommt noch was, immerhin. Welche habe ich zu früh gemeckert? Was ist los? Warum verlassen wir den Hyperraum? Arbeit, Ellen. Du wärst besser auf der Arche geblieben. Wow, Spiel. Du fängst mit einem hörst mit einem Cliffhanger auf und hörst mit einem zweiten Cliffhanger auf. Ja, gut, ist bla. Ne, ich glaube das hier. Nein. Denke ich, ist. Gott, da kommen die Flat wieder. Das erzählt auf jeden Fall mehr. Aber ich weiß, ich bezweifle, dass das irgendwie, ne, das abschließt. Die Verbannten kämpfen auf der Arche verzweifelt gegen einen furchterregenden alten Feind. Ich werde mir das nicht kaufen. Klecks, das ist nur mein Trink, da brauchst du gar nicht dran schnüffeln. Und das hier ist irgendwas mit OST. Meinen unbekannten Plan der Verbanden zu verheiteln. Aber das schließt. Wird es dann Halo Wars 3. Ich muss da jetzt googeln, ne? Wird es ein Halo Wars 3 geben oder nicht? Dann würde ich verstehen, ne? Cliffhanger trotzdem. Das ist trotzdem Kacke. Halo Wars 3. Gibt's dafür zu irgendwas schon?
Community Manager von 343 Industries hat nun offiziell bekannt gegeben, dass es keine aktuellen Pläne für Halo Wars gibt. Weder ein dritter Teil noch neue Inhalte für Halo Wars, Halo Wars 2 sind vorgesehen. Das am 12.02.2021. Wow. Ich bin hier ganz ehrlich, ich bin einfach nur enttäuscht, ne? Gut, ne, die Kampagne kann man im Koop spielen. War beim ersten Teil schon echt gut. Dabei ist auch echt doof. Weil man sich so wirklich alles geteilt hat. Mit dem Multiplayer, Blitz, was auch immer das ist. Nein, danke. Irgendwas ein Kartenspiel, glaube ich, oder so. Ne, Gefecht. Kannst du gegen KI spielen. Und übrigens, ne, guckt euch mal die Farmauswahl an. Es gibt höchstens zwei Teams. Mehr nicht. Es gibt nur zwei Teams. Boah, gut. Ich beende die Folge jetzt einfach hier. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und ja, ne. Ich würde jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier, aber es wird dir keine nächste Folge geben. Schaut bei anderen Projekten vorbei. Bis dahin, Cheerio.